Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier für dich den Essens-Adventskalender Spread the Magic. Ja, ich bin wirklich gespannt, inwiefern er die Magie auf mich übersprühen lässt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich hinter diesen 24 Boxen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wie in jedem Adventskalender-Unboxing von mir gibt es tatsächlich auch mal wieder eine Verlosung. Es sind ganz schön viele zurzeit. Also wenn du gar nichts mehr von mir verpassen willst und auch kein Adventskalender-Unboxing, aber ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen hier auf YouTube, dann kannst du mich hier unten gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Ich sehe nämlich, wie unfassbar cool sich die Community vergrößert. Also das ist, ihr seid der Wahnsinn. Wirklich, Leute. Ich feiere das wirklich sehr und ich freue mich enorm darüber. Und macht euch auf jeden Fall demnächst auf eine ziemlich geile und coole Verlosung gespannt auf ein entsprechendes Special dazu. Genau, ja, verrückt. Ne? Spoiler, ne? Letztes Jahr gab es sowas Ähnliches schon mal. Genau. Und zwar, haben wir hier den Essens-Adventskalender. Den hatte ich tatsächlich erst bei Kosmetik for Less bestellt. Heute ist er angekommen. Super. Hat sich leicht überschnitten. Ich habe den dann auch nochmal bei Rossmann gefunden. Das heißt, ich habe ihn jetzt zweimal da, einmal wieder nochmal zurückgeschickt, weil ich bin ehrlich, ich brauche ihn nur einmal und habe auch nicht die Kohle, um zu sagen, hey, ich verlose den zweiten einfach mal eben so. Nee, leider nicht. Den werde ich dann zurückschicken und den werde ich dann mit dir zusammen auspacken und einen Teil aus diesem Adventskalender tatsächlich auch verlosen. Und ja, ich quatsche. Wir haben hier in der Mitte ein Riesenrad. Hier unten ist eine wunderschöne adventliche bzw. weihnachtliche Landschaft mit einer Brücke und Bäumchen und Schnee drauf. Und es sieht wirklich schön aus in diesem rosa-blau Design. Also das finde ich echt sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Deutlich schöner als letztes Jahr. Mal gucken, ob der Wert auch deutlich besser als letztes Jahr ist. Aber ich muss gestehen, dass ich denke, er wird ähnlich sein. Ja, also viel Nagellack wahrscheinlich, ne? Aber ist nicht schlimm. Ich muss meine Nägel heute eh lackieren. Und dann mache ich halt 10 verschiedene Nagellacke drauf auf jeden Finger ein. So schaut der Kalender dann in einem Billigregal aus. Also, ne, das ist hier einmal exemplarisch dort aufgestellt. Und ich würde sagen, wir fangen mit der Nummer 1 mal an. Mir persönlich gefällt es irre gut, dass es sich in Boxen befindet. Du hast hier auch draufstehen, Take a little more coffee and a lot more mascara. Also da scheint eine Mascara drin zu sein. Und hier sind die Botschaften drauf. Finde ich ja super interessant. Okay. Vorsichtig öffnen, denn solche Boxenkalender verwende ich immer wieder. Und hier haben wir im weihnachtlichen Design die Essence I Heart Extreme Volume Mascara. Die ist super, die trage ich sogar heute auf den Augen, muss ich gestehen. Also, ne? Die habe ich jetzt aktuell auf meinen Wimpern drauf. Das heißt, die ist jetzt quasi doppelt und ein Teil von den Produkten, die hier im Adventskalender sind, gehen tatsächlich nicht an mich, nicht an dich, sondern auch in Weihnachtsgeschenke und andere Adventskalender, die ich gestalte. Das heißt, ich werde erstmal die Sachen, wo ich weiß, dass ich sie nicht in meine Sammlung aufnehmen werde, weil sie vielleicht schon da sind, zur Seite stellen. Und am Ende zeige ich dir einfach mal, welche Produkte davon du da gewinnen kannst. Ich glaube, das macht Sinn. Ne? Genau, die kommt zum Beispiel zur Seite. Das ist eine Full-Size-Größe. Ich befürchte übrigens, dass das komplette Innenrad hier, da, das komplette Innenrad irgendwie aus Nagellack oder Tüdelü-Nagelstickern besteht. When in doubt, just add glitter. Also wenn du irgendwelche Zweifel hast, mach Glitzer drauf und alles ist besser. Ja, und hier haben wir Happy Snow, ein Mini-Nail-Polish mit 5 Millilitern. Das ist ein wunderschönes Gold, was mir wirklich gut gefällt. 02, A Season to Sparkle. Also Glitzer-Nagellack ist immer total furchtbar nachher abzumachen. Okay, dieses, das ist relativ unschön, muss ich gestehen, weil das sehr, sehr schmal ist, das Applikator-Ding. Oh, bitte entschuldigt übrigens, wie furchtbar meine Nägel aussehen, ne? Ich habe heute schön oben gewerkelt. Das heißt, meine Nägel sind kaputt. Nicht nur die Nägel, auch die Nagelhaut. Also nehmt mir das bitte nicht übel. Aber ich habe heute Tapeten abgemacht und dann sehen die Nägel aus, wie sie aussehen. That's real life. So sieht das aus. Der sieht cool aus. Der gefällt mir richtig gut. Der ist echt mal was anderes. Schön. Den kann ich mir super als Topper auch vorstellen. Über anderen Farben. Ich glaube, das kommt ganz gut.
Weiter geht's mit der Nummer 3, die extrem leicht ist. Oh, da ist bestimmt irgendwie so ein Gedöns drin, was ich nicht gebrauchen kann. Doch, Nagelfeile kann ich immer gut gebrauchen. Mini Glitter Nail File, sehr, sehr gut. Da hast du auf der einen Seite dieses Glitzer, mega schön. Nehme ich mal raus, dann siehst du es auch besser. Hier hast du so roségoldenes, oh, voll schön, ne, Glitzer. Und auf der anderen Seite so ein weihnachtliches Motiv. Das gefällt mir. Sehr, sehr schön. Nagelfeilen kann ich gut gebrauchen. Und alles halt bislang auch wirklich in diesem extra für den Kalender gemachten Design. Achso, Shape it till you make it ist übrigens der Spruch. Schüttel es, bis du es machst. Habe ich nie ganz verstanden. Achso, nee, bring es so lange in Form, bis du es machst. Irgendwie so, shape it, nicht shake it, oder? Weiß ich nicht. 4. Your face is my favorite thing to look at. Okay. Dein Gesicht ist das Schönste, was ich mir angucken kann. Das ist was fürs Gesicht. Ein Stift. Ein Kajalpinsel in der Farbe Teddy. Ach, schön. Ja, ne? Der ist ganz schick. So ein schönes Kupfer. Braun. So einen hatte ich tatsächlich schon in dem Douglas Adventskalender. Das heißt, der kommt jetzt erstmal zur Seite. Weiter geht's mit der Nummer 5. Fühlt sich leichter an als ein Nagellack. Also da ist jetzt kein Nagellack drin. Oh, jetzt habe ich das mit meinem Finger aufgemacht, wo ich gerade einen frischen Nagellack drauf gemacht habe. Da ist es abgesplittert. Ich muss mich noch dran tasten, meine Nägel zu lackieren. Das passiert mir ständig. Achso, hier steht, today is great for glitter. Okay. Ich habe ja Ewigkeiten mir Gelnägel machen lassen. Und jetzt habe ich ja meine eigenen Nägel wieder. Ich komme damit noch nicht so ganz klar. Ständig muss ich das neu machen, echt. Oh, furchtbar. So, was haben wir hier? Okay, das sind Nagelsticker, Julie Nail Stickers. Ja, sowas verwende ich überhaupt nicht. Das heißt, das wird safe in die Verlosung wandern. Ich meine, es ist relativ nice, sich sowas mal auf den Finger zu machen, aber ich bin da nicht so Fan von, muss ich gestehen. Mm-mm. Und hier haben wir die Nummer 6. Das ist Nikolaus. Da steht drauf, you highlight my life. Ich gehe davon aus, dass da ein Highlighter drin ist, oder? Weil das wäre also für Nikolaus doch echt passend. Und ja, das ist wunderschön. Essence Spread the Magic, ein Baked Metallic Highlighter. Wow, den finde ich richtig schön. Boah, da sind 4,5 Gramm drin und der sieht wundervoll aus. Ei, ei, ei. Oh, der fühlt sich auch richtig klasse an. Oh ja. Das ist ein richtig schöner, für mich sehr tragbarer Ton, weil der halt leicht ins Rosafarbene ist. Oh ja, und der changiert auch so schön. Das sieht man nur ganz leicht, ne? Der ist nicht so intensiv, aber ich denke, auf der Wange wird der abgehen. Da wird der abgehen. Ich mach den drauf. Ich gehe da mal mit so einem Highlighterpinsel rein. Oh nö, ich hab schon krassere tatsächlich gehabt, ne? Also, ich finde den tragbar. Das ist halt das Gute daran, ne? Der ist nicht so extrem rosa oder so. Und dementsprechend ist der tragbar. Aber das ist jetzt auch ein sehr fluffiger Highlighterpinsel. Ah doch, komm, wenn das Licht hier richtig drauf fällt, dann ist der auch schön. Ne? Da sieht man es jetzt richtig. Wow, schön. Doch, der gefällt mir. Den finde ich klasse. Und auch noch so ein großes Produkt, das finde ich toll, das gefällt mir. Das feiere ich. Und das in Nikolaus, das muss auch so sein. Toll. Kommt wieder aus der Mitte. Und das ist Safe Nagellack. Good Nails, Good Mood, Good Day. Steht hier drauf. Ja, irgendein Nagellack. Nur welche Farbe ist die Frage? Ich habe mittlerweile echt ganz schön viele Nagellacke, ne? Damals hatte ich so 5, als ich noch Gelnägel hatte und habe jeden Nagellack, den ich bekommen habe, weggegeben. Aber mittlerweile, okay, das ist halt so ein klassisches Rot, der wird auf jeden Fall weiter wandern. Das ist die Farbe Santa Baby. Rote Nagellacke habe ich echt ganz schön viele, ne? Also der geht jetzt auch safe in die Verlosung mit rein. Hier haben wir die Nummer 8. When in doubt, put red lipstick on. Okay, also wenn du Zweifel hast, sollst du einen roten Lippenstift auftragen. Wenn das ein roter Lippenstift ist, wir gucken mal. Da wird garantiert ein roter Lippenstift drin sein, wenn es da auch vor allem draufsteht, ne? Rote Lippenstifte habe ich jetzt mittlerweile auch sehr viele. Nicht nur durch Adventskalender, die bekommst du ja ständig irgendwie, weil rot, ne? Wie ich ja auch drauf habe, ist ganz klassisch. Und das ist Believe in the Power of Lipstick.
Glaube in die Macht des Lippenstiftes. Des Lippenstiftes ist eine Full-Size-Größe. Ja, hat jetzt so keine eigene Namen. Oh, guck mal, das ist hier oben schon dran gedutscht, weil das hier relativ lose drin ist. Also, es ist quasi so, dass der hier eben raus... Ja, oh nein. Und das ist ja doof. Kannst jetzt auch schlecht verlosen, Claudi, ne? Das ist natürlich traurig. Och Mann, weil der ist eigentlich ganz schön. Na gut, dann werde ich den behalten, obwohl ich schon x rote Lippenstifte habe, aber gut. Jetzt habe ich den nämlich hier reingesteckt und wenn ich dann dran batsche, dann ist es blöd, den zu verlosen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Das mache ich dann ungern. Wenn ich mal ein Highlighter swatche oder so, okay, aber wenn ich dann so ein Produkt habe, was jetzt hier in der Verpackung nicht, auch nicht schön drin ist, ne? Hm. Okay, der wird geswatcht. Ja, das ist einfach ein ganz schönes Kirschrot. Sieht meiner Meinung nach aber überhaupt nicht matt aus. Also da steht ja drauf, Soft Matte Lipstick. Nee, der ist nicht matt. Riecht übrigens noch nichts, ne? Ja, schönes Kirschrot, behalte ich dann dementsprechend. Schade, aber es ist eine schöne Verpackung, ne? Ja. Hauptsache die Verpackung ist schön, Claudi. Verpackungsopfer sagt ganz laut, hallo, hier bin ich. Oh Mann. Yay, die 9 ist wieder etwas größer. I love the shape of you. Ich mag deine Kurven. Okay. Das war sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Ah, okay. Das ist ein Lip Liner. In Soft Contouring Going Steady Lip Liner. Das ist so ein Aubergine-Ton. Mauve tatsächlich. Dunkel Mauve. Also das ist halt auch wieder so ein anspitzbarer Stift. Wie ein Bleistift. 10. Make someone happy today. Mach jemanden heute glücklich und es ist sehr leicht. Mal gucken, ob mich das glücklich macht, was da drin ist. Ah, 6 Gift Tags. Das finde ich gut. Die werde ich definitiv behalten. Das sind so Sternchen, das sind so Geschenkeanhänger. Die kann man immer sehr gut gebrauchen. Und ja, das finde ich cool. Ja, Christmas Loading. Sehr schön. Für Geschenke, für Tauschpakete, für alles Mögliche. Echt klasse. Wenn ich es behalte, dann kann ich es auch aufmachen und zeigen, was da für komische Formen, Farben, Prints drauf sind. So, das sind die 6 Sternchen. Da habe ich einmal with love, also mit Liebe. Und das extra Loch drin ist da auch ein... Nee, schade. Geschenkband ist da nicht mit bei. Merry Christmas. Santa was good to you this year. Also, der Nikolaus hat es gut mit dir gemeint. Believe in heart, believe in love, glaube an die Liebe. Ja, ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Magic moments, magische Momente. Ach, die finde ich voll schön. Und Xmas Loading. Ich finde die toll. Also die finde ich richtig, richtig klasse. Und hinten drauf steht dann halt to und from, also ne, von wem das ist und an wen das ist. Das finde ich klasse. Das ist für mich auch etwas Praktisches. Ob das in einen Adventskalender gehört, könnt ihr selber mal entscheiden. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich finde ja, doch. Fand die letztes Jahr auch schon so schön. Weiter geht es mit der Nummer 11, die etwas schwerer ist. Dream, Believe, Achieve, Beautiful Nails. Ja, definitiv Nagellack. Träume, glaube und erreiche wunderschöne Nägel. Oh lala, der ist schön. Das ist Naughty or Nice. Das ist so ein Grauglitzer. Und den werde ich behalten. Den mache ich mir jetzt mal drauf. Ja, also der erfordert definitiv irgendeine Basis. Wahrscheinlich irgendwie was Weißes oder was Perlmutt-Schimmerndes oder so, ne? Weil ansonsten sieht das doch sehr merkwürdig aus. Ja, ne? Aber finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant und eine sehr coole Farbe. Auch das mit diesem silbernen Glitzer drin, das hat was, ne? Und auch wenn du dir vielleicht ganz rote Nägel machst und einen dann in der Farbe oder so, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Doch, doch, das ist cool. Die Halbzeit, never stop believing, hör nie auf zu glauben. Du musst immer zuversichtlich bleiben und darfst dich nicht unterkriegen lassen. Das stimmt. Oh, believe in magic. Och, ist das süß. Guck mal, das ist ein Armband mit einer süßen Botschaft. Ich weiß sehr, sehr sicher, dass mir das garantiert nicht passen wird, weil ich habe wirklich sehr dicke Arme. Also, ne, also ich habe einfach, das ist nun mal so, mein Knochenbau ist nun mal so, deswegen, oh, jetzt habe ich ihn in den Highlighter gepackt, ne, läuft bei mir. Das heißt, das kommt auf jeden Fall auch mit in die Verlosung mit rein. Ach komm, ich packe dir die Mascara jetzt auch mit in die Verlosung, genauso wie auch den Kajal.
Die Nummer 13 ist ziemlich groß, aber sehr leicht. I make brow contact before I make eye contact. Ich mache Braunkontakt, bevor ich Augenkontakt mache. Okay, das ist dann wahrscheinlich irgendein Produkt für die Augenbrauen. Und dann hat das Produkt mit uns gesprochen. Okay. Oh ja. Ich glaube, den habe ich schon. Weiß ich aber nicht. Essence Eyebrow Designer in der Farbe Blond. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir schon mal, denn ich bin blond. Übrigens hier diese Bürstchen, die finde ich, kann man zu nichts gebrauchen. Ich brauche dafür einen richtigen Spoolie. Hier ist der Augenbrauenstift, den kann ich natürlich auch swatchen. Ui, der ist aber hart. Der ist aber hart. Der muss wahrscheinlich erstmal sich eingrooven. Und der wirkt relativ gelbstichig. Oh, es kann sein, dass ich den schon mal hatte und aussortiert habe. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ne? Wir müssen mal gucken. Wird auf jeden Fall getestet. Ich habe übrigens bei anderen gesehen, dass der Adventskalender halt, wenn du die Boxen alle rausnimmst, irgendwann in sich zusammenfällt. Ich persönlich würde grundsätzlich bei solchen Boxen-Adventskalendern empfehlen, die Boxen ja aufzubewahren. Das heißt, sie wieder in den Adventskalender reinzustellen und dann hast du ja die ganze Weihnachtszeit über echt ein schönes Bild. Ne? Also wäre so eine Idee. So, jetzt bei der 14 habe ich Take Care of You Love. Pflege dich, meine Liebe. Oder so. Oh ja. Oh ja, Essence Nourishing Hand Cream. Das finde ich schön. Das ist auch so ein schönes Design, ne? Oh. Das ist eine super, diese reichhaltige Handcreme regeneriert deine Haut und hinterlässt ein super softes, nicht fettendes Gefühl. Die konzentrierte Formel mit feuchtigkeitsspendendem Komplex aus Shea-Butter, Kokos und Mandelöl versorgt die Haut mit der Feuchtigkeit, die sie benötigt. Also Kokos, mal gucken. Ja. Da sind 25 ml drin. Das ist eine super Handtaschengröße. Ich rieche mal erst dran. Nicht, dass es irgendwie zu sehr nach Kokos riecht, weil dann... Nö, da hast du mehr diesen Shea-Butter-Duft. Ja, ist dieser Nagel jetzt schon trocken? Ach, guck mal, wie der antrocknet. Der trocknet quasi matt. Sieht man das? Die Glitzerpartikel sind dann quasi nach außen gewandert. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und wie furchtbar dieser Zeigefinger aussieht, es tut mir so leid. Ich mache mal den so ein bisschen auf die Handinnenflächen einfach mal. Den Creme. Die Handcreme. Guck einfach mal. Hier kann ich sie auch drauf machen, weil da habe ich ja noch keine Swatches. Ja, die zieht richtig schnell ein. Aber meine Hände glitzern einfach so vor sich hin. Ich habe heute schon einige Sachen geswatcht und ausprobiert. Du riechst einfach mehr dieses Mandel. Und das finde ich sehr, sehr toll. Das heißt, definitiv ein tolles Produkt. Werde ich gerne benutzen. Ist jetzt auch super schnell eingezogen. Also, ne? Geil. Handcreme verwende ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel. Aber ich habe sehr viel da. Also von daher bin ich da ganz gut mit ausgestattet. Aber jetzt noch eine für die Handtasche ist auch mal ganz gut, ne? So, 15. Relax, Baby. Relax? Ich soll mich entspannen. Okay. Ah, okay, ja. Let the Magic Begin. Bath Bomb. Das ist eine Mini-Badebombe. Die ist echt sehr, sehr klein, ne? Ja, ne? Ja, ja. Ja, nee. Nee. Werde ich wahrscheinlich meiner Stiefmama zu Weihnachten schenken, weil die haben eine Badewanne, die badet auch unheimlich gerne. Wir haben ja nur die theoretische oben und da habe ich jetzt mittlerweile so viele Badeprodukte. Also wenn wir irgendwann mal mit dem Renovieren fertig sind und ich da rein kann, dann werde ich die alle benutzen. Aber diese Badebombe wird dann definitiv zu meiner Stiefmama gehen. So, die Nummer 16. Do what makes your soul shine. Mach, was auch immer deine Seele zum Schein bringt. Da ist ein Nagellack drin. Das höre ich schon, das merke ich schon. Und da lässt auch dieser Spruch auf jeden Fall drauf schließen. Wie findest du das eigentlich, dass diese Sprüche, die hier drauf sind, auf Englisch sind? Weil nicht jeder, der diesen Adventskalender öffnet, kann ja Englisch. Ne? Also es sind ja auch viele Jüngere, die diesen Adventskalender öffnen, die dann wahrscheinlich nicht so gut verstehen, was da drauf steht. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde das voll interessant finden. Ja, das hier ist so ein Satin Finish Nagellack. Holly Jolly Xmas ist hier die Farbe. Der ist eigentlich ganz cool, aber ich habe ähnliche da. Das heißt, der geht jetzt auch, ja, jetzt auch mit in diese Verlosung tatsächlich mit rein. Ja, ne? Ist aber eine richtig geile Farbe. Ja, wobei ich den schon ziemlich geil finde, ne? Nein, der kommt jetzt in die Verlosung. So.
Ich finde es auch gar nicht so ultra schlimm, dass da so viele Nagellacke drin sind, weil das sind wirklich so außergewöhnliche, ne? Die würde ich mir jetzt nicht unbedingt so im Laden kaufen. Jetzt auch dieser goldene, den ich hier auf meinem ganz schlimmen Finger habe, der echt schlimm aussieht. Das hätte ich mir so gar nicht im Laden geholt. Aber das ist so schön. Der sieht gar nicht so schön in diesem Flakon aus. Also toll. So, die Nummer 17 verspricht, May your day be as flawless as your makeup. Also, ich wünsche dir, dass dein Tag genauso flawless, genauso ebenmäßig ist wie dein Make-up. Ist da ein Primer drin? Nein. Kärtchen. Oil Control Paper. Nur die wandern weiter. The Magic of Xmas Never Ends. Ja, ne, da sind 30 Shine Control Paper drin. Benutze ich nicht. Bin ich ehrlich. Benutze ich wirklich nicht. Nee. Nee. Nö. Gehen jetzt mit in die Verlosung. Mensch, jetzt haben wir schon die Nummer 18. Es geht aber zackig hier. Come on, kiss me, darling. Komm schon, küss mich, darling. Liebes heißt darling, glaube ich, übersetzt. Ja, Lippenstift. Vielleicht passend zu dem Lip Liner. Nee, noch anders. Ein Color-Changing Lipstick ist das. Ja. Sowas wird bei mir echt Barbie Pink, das heißt, der geht safe in die Verlosung. Ich mache ihn trotzdem mal auf und gucke rein. Ja, der sieht einfach so schwarz aus. Wird bei mir halt echt Barbie, ne? Also das wird richtig knallig pink bei mir, sowas. Ja, riecht ganz angenehm, ganz süß. Aber wie gesagt, Verlosung, hallo. Da schreit der pH-Wert meiner Haut wahrscheinlich das, was mein Herz auch ausstrahlt, dieses ganze Pinky-Line, ne? Okay, Nummer 19. Es ist einfach schon die Nummer 19. Und außer dem Highlighter hatte ich jetzt so kein ultimatives Highlight-Produkt dabei. Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen dröge, ne? Weiter gucken. Twinkle, twinkle, little star. Look how beautiful you are. Shine, shine, kleiner Stern. Schau, wie wunderschön du bist. Da ist bestimmt ein Spiegel drin. You are magical. Ja, das ist ein Minispiegel. You are magical. Den packe ich dir auch mit in die Verlosung. Die Verlosungsartikel mehren sich hier gerade. Und das, was ich behalte, ist nicht so ultra viel. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, ich möchte den Essence-Adventskalender eigentlich nicht wieder kaufen, aber ich habe es trotzdem getan, weil ich den doch immer so interessant finde, ne? Ha! Vor allem das Packaging fand ich dieses Jahr so geil. Eigentlich habe ich den vor allem wegen dem Packaging gekauft. Oh. Doing my nails is my cardio. Also meine Nägel zu machen ist meine Cardio. Ich weiß gar nicht, was Cardio heißt, meine Entspannung oder so. Das ist die Nummer 20, das heißt, da haben wir natürlich wieder was für die Nägel mit drin. Irgendein cooler Nagellack, bitte, den ich noch nicht habe, wäre ultra. Ho, 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 mit so einem süßen Schneemann drauf, okay. Ja, das ist auch die Farbe. Ho, ho, ho. Das ist ein schöner Mauve-Ton und der kommt mit in die Verlosung, glaube ich, oder? Ja, denn ich habe einen von Wet n Wild. Ich spreche schon wieder nicht in die Kamera. Ich habe einen von Wet n Wild, der dem sehr, sehr ähnelt, ne? Das heißt, der geht in die Verlosung. Jetzt passt zwar der Lippenstift nicht dazu, aber den Lipliner packe ich dir auch noch mit rein. Der Nagellack passt dann wenigstens zum Lipliner. Kann man auch mal machen. Also quasi nur den Lipliner auftragen, ohne was drüber. Wobei du da irgendwie auch Holo Schimmer drüber machen kannst. Du machst das schon. Die Nummer 21. Think happy thoughts. Denke glückliche Gedanken. Das stimmt. Wer sich glückliche Gedanken macht, so selbsterfüllende Prophezeiung, ne, dem erfährt dann auch was Positives. Message Stickers. Süß, wo macht man die hin? Personalisiere deine Kosmetikprodukte oder Accessoires mit diesen süßen Botschaften. Ja doch, das behalte ich. Da habe ich schon eine Idee, was ich damit mache. Ja, das ist doch süß. Da sind 15 Sticker mit drin. Ich weiß nur nicht. Achso, das kannst du einfach draufkleben, ne? Das ist ein ganz normales Sticker. Hat jetzt nicht unbedingt was im Adventskalender zu tun, aber ich finde die ganz niedlich. Ist halt auch wieder alles auf Englisch da drauf, ne? Das ist dann ja letztendlich, muss jeder selber für sich entscheiden, aber das ist ganz niedlich. Add some lipstick, I love your love, a little glitter never hunts nobody, love what you do, hey beautiful, bla 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 bla. Ja, finde ich ganz niedlich. Muss jetzt aber nicht unbedingt im Adventskalender drin sein. Na, nee, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich weiß damit, was anzufangen, ne? Aber. Nee. Die Nummer 22 sagt: You will nail it today. Natürlich ein Nagellack hier mit drin. Auf den letzten Metern kommen noch ganz schön viele Nagellacke hier zusammen. Ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort übersetzt
heißt. Okay, das ist so ein richtig schöner, weinroter, dunkelroter Ton. Meet Me Under the Mistletoe. Und genau diese Farbe trage ich aktuell, glaube ich, auf meinen Fußnägeln. Die habe ich doppelt schon da, sowohl von Astor als auch von Douglas. Das heißt, der kommt nicht in die Verlosung, wird demnächst an jemand anders weitergegeben. Ich weiß schon an wen. Ja. Weil ihr habt ja schon zwei Nagellacke in der Verlosung. Das wäre sonst ein bisschen viel auch irgendwann, oder? Ich weiß es nicht. Die Nummer 23. More glitter is always an opinion. Okay. An option. Also mehr Glitzer ist immer eine Option. Aber hier ist jetzt irgendwas... Oh nee, hier ist irgendwas Ödes drin. Ja. Okay. Das sind Ring and Bracelet Tattoos. Das soll ja unfassbar in sein, dass man sich sowas als Tattoo so auf das Handgelenk macht oder als Ring hier. Ist tatsächlich überhaupt nichts für mich. Ne? Also, nee, das kommt jetzt auch in die Verlosung. Das ist überhaupt nichts für mich. Ja, und hier muss jetzt natürlich safe das absolute Highlight-Produkt drin sein. Es fühlt sich auch sehr, sehr schwer an. I can't take my eyes off you. Ich kann meine Augen nicht von dir nehmen und ich hoffe, dass sich hier eine Lidschattenpalette drin verbirgt. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Schön. Essence Eyeshadow Palette und ja. Ne? You look beautiful today. Und da sind 9 schöne Töne drin. Ach Mensch, ja. Ja, 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 ja. Ja, ist eine schöne Größe. Das ist eine richtig, also handlich ist das. Das Einzige, was halt fehlt, ist ein Spiegel, aber das ist nicht schlimm. Ne? Da kann man kann sich ja helfen. Auch letztes Jahr die Ho 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 Edition, ne? Das war ja der Wahnsinn in Tüten. Ich habe sie für ein Tauschpaket gekauft und habe sie mir selber leider nicht behalten. Und nachher haben alle davon geschwärmt und ich habe mir in meinen Hintern gebissen. So, hier habe ich jetzt mal 4 Farben einfach so geswatcht auf meinen Fingern. Und die swatche ich jetzt auch mal einfach hier. Oh ja. Pigmentierung ist vorhanden. Also damit kannst du dich 1A für Weihnachten schminken. Also da habe ich jetzt, glaube ich, nur Schimmertöne geswatcht. Ja, läuft. Aber ne, das sind halt die für mich immer am ausschlaggebendsten sind. Also ich könnte jetzt auch nur mit den Farben mir absoluten Look vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche ja, kennt ihr ja bei mir, ne? Die meine Schminkies dann auch manchmal gucken. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen matten Ton bei mir. Also ich habe hier auch fast nur Schimmertöne auf meinem Lid, ne? Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Oh, oh Baby, ja. Geil. Die finde ich echt super, super toll. Das ist wirklich das Highlight des Ganzen. Also der Highlight und diese Lidschattenpalette, der Highlighter und diese Lidschattenpalette in der 6 und in der 24 sind natürlich ein richtiges Kabäsch-Produkt und auch verdient eben in diesen Kläppchen drin gewesen. Ja, alles andere drumherum, letztes Jahr war das schon nicht so hoch vom Wert, aber trotzdem finde ich die Produkte ziemlich geil. Also wenn ich jetzt ein Mädchen wäre, damals, ne, wenn ich ein Mädchen gewesen, ich war damals auch ein Mädchen, aber hätte ich damals als junges Mädchen, so, jetzt wird ein Schuh draus, von meiner Mom diesen Adventskalender bekommen. Boah, ich hätte die geknutscht, ich sag dir das. Also ich hätte mich echt gefreut, ne, das unfassbar. Ich würde mich wahrscheinlich auch jetzt freuen, wenn sie mir so einen Adventskalender schenken würde, weil du ja jeden Tag doch irgendwie schon ein cooles Produkt drin hast. Ja gut, jetzt nicht unbedingt diese Sticker und so, das muss nicht immer so sein, aber das macht Essence nun mal immer in die Adventskalender rein, das wissen wir ja mittlerweile. Also von daher regen wir uns einfach mal nicht drüber auf. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Er wird auf jeden Fall über dem liegen, was wir hierfür bezahlt haben, ne, das ist definitiv, aber... Werde ich ihn mir nächstes Jahr wieder kaufen? Ich sag jetzt nö, aber ich werde es eh tun. Wirklich. Ja, einfach weil es der Essence Adventskalender ist und irgendwie jedes Jahr ist der irgendwie cool und hat dann doch ein Highlight mit drin, wo man denkt, ach scheiße, jetzt muss ich den doch deswegen kaufen. Ne? Und ich habe ihn gekauft wegen der Verpackung, die 1A ist. Ihr Lieben, denkt an die Verlosung. Was ihr dafür tun müsst, steht in der Infobox. Und ja, ich sag mal, hauptsächlich musst du Abonnent meines Kanals sein. Und das kannst du hier unten einfach nachholen, falls du es noch nicht getan hast. Alle weiteren Infos stehen unten in der Infobox. Und ich würde einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Au. Ansonsten wünsche ich dir, hier steht noch die Box mit den Augenbrauen-Sachen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Es werden irgendwie immer mehr. Ich habe hier noch einige stehen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!